Moin Moin, herzlich willkommen zu Nin kocht, süß sauer nicht. Heute kochen wir Biergarnelen. Ein ungewöhnliches Rezept und dazu brauchen wir folgende Zutaten. 200 Gramm Garnelen, 250 Milliliter Bier, 4 bis 5 Knoblauchzehen, 2 Lauchzwiebeln, optional 2 Chili. Eine Prise Zucker, Salz, Pfeffer und Öl. Zuerst Lauchzwiebeln in große Stücke schneiden. Chili klein schneiden. Den Knoblauch pressen. Knoblauch und Chili anbraten, bis der Knoblauch leicht goldgelb ist. Dann braten wir die Garnelen an, bis beide Seiten orange sind. Jetzt geben wir das Bier rein. Wir kochen die Garnelen 2 bis 3 Minuten. Heute kochen wir Garnelen mit Bier. Sogar mit einem chinesischen Bier, Qingdao. In China-Restaurants, überall in Europa und USA kann man das Bier bestellen. Qingdao-Bier kommt aus der Hafenstadt Qingdao. Die liegt im Osten Chinas. Von 1898 bis 1919 war die Stadt mal deutsche Kolonie. Die Deutschen haben die Stadt umgebaut, Fabriken gebaut und auch eine Brauerei. Die hieß damals noch Germania Brauerei und braute das erste Qingdao-Bier. Wenn ihr nächstes Mal in China-Restaurant seid, probiert es doch mal. Und ich bin gespannt, ob ihr findet, dass das Bier immer noch ein bisschen deutsch schmeckt, genau wie Qingdao heute immer noch ein bisschen deutsch aussieht. So, 3 Minuten sind vorbei. Jetzt geben wir die Lauchzwiebeln rein. Salz und Pfeffer, wie ihr möchtet. Und eine Prise Zucker. Wir reduzieren die Soße nach Belieben. Fertig! Bier Garnelen. Ich bin gespannt auf euer Feedback und vielen Dank nochmal für den Besuch. Wir sehen uns nächstes Mal. Tschüss!